Willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Let's Play, und zwar My Hero Wants Justice. Hier für die PS4, gibt's auch für die Switch und so weiter, für alle gängigen Plattformen. Wir spielen natürlich wieder den Online-Modus. Ich habe mich heute für Himiko Toga entschieden, denn gestern habe ich mit der angefangen zu spielen. Also, wir haben gestern im Stream ein bisschen geübt und da war ich auf jeden Fall am besten mit Toga. Und deswegen würde ich da jetzt erstmal ansetzen für den ersten Part. Ja, in dem ersten Part muss man auch ein bisschen was erklären. Und es ist dann gar nicht so einfach. Und hast du nicht gesehen. So. Ansonsten, also zuallererst mal, das Spiel basiert natürlich auf dem Anime My Hero Academia. Kennen die meisten, nehme ich jetzt einfach mal an. Weil es ja momentan der heißeste Shonen-Shit überhaupt. Sollte man also kennen. So, nun ist das Ding. Wann ist denn das hier, Wollo? Es ist offenkundig ein Kampfspiel. Na, ich meine, das ist klar. So, das Ganze basiert so ein bisschen auf Schere, Stein, Papier plus Quirks. Und ja, werdet ihr gleich sehen. So, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten anzugreifen. Zusätzlich zu den Quirks, die ich jetzt gerade eingesetzt habe. Also hier ihre Messer werfen. Ist halt die Frage, ob man den als Quirk nehmen will. Nee, Mann. Nee. Vergiss es, Midoriya. Ich glaube, das wird auch nichts von ihm. Nee. Sehr schön. So, das ist mein normaler Angriff. Der macht zum Beispiel unblockbare Attacken unschädlich. Ein Counter würde er aber verlieren. Das war eine unblockbare Attacke, die er da gerade gemacht hat. Das ist nämlich dann rot und gelb wäre Counter. Okay, ich block auch. Das ist halt auch ein bisschen... War vielleicht auch dumm in dem Moment. Außerdem müssen wir ihn hier so ein bisschen auf Distanz halten. Das wäre mit Toga auf jeden Fall besser. Erste Runde. Easy win. So, Counter besiegt normal. Block besiegt Counter. Und so weiter und so fort. Habe ich mir zu sehr auf meinen Helfer gerade verlassen. Ah, es war... Wenn die mich erstmal so... So haben... Fühle ich mich immer ein bisschen gefangen. Ich weiß nicht. Oh. Ha. Abgeblockt. Abgeblockt. Kein Problem. Und ich hab noch was in der Hinterhand. Nämlich das hier. Und auch den kriegt er voll ab. Mein Super. Wobei das, glaube ich, auch noch eine Stufe besser gehen würde. Ich habe da nie so richtig weiß, was Phase ist. Gut. Das war eine easy going Runde. Das freut mich tatsächlich. Normalerweise verliere ich immer gegen Midoriya. Gerade in diesem Shoot-Style. Aber natürlich bin ich ja auch mittlerweile Himiko Toga Pro-Player. Ziel muss natürlich sein, mit Toga der beste Spieler der Welt zu werden. Ganz klar. Ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Da sind wir auf einem guten Weg in diesem LP. Wobei ich dann halt auch erstmal vermutlich sämtliche Charaktere spielen werde. Ich denke mal, wir können auch mal tatsächlich in den Rank gehen, würde ich sagen. Ich spiele gestern auch die ganze Zeit ungerankt gespielt, weil ich mir dachte, da gehst du noch nicht rein. Bevor du nicht auch wirklich so das Gefühl hast, du weißt, was hier passiert. Kann man sich vielleicht auch vorstellen. Das ist ja immer... Wenn man sowas das erste Mal sieht, sieht es immer ein bisschen durcheinander aus. Wobei ich sagen würde, dass dieser Kampf jetzt gerade doch relativ geordnet war. Ist halt die Frage, was gleich passiert, ne? Ja, gegen Todoroki, das kann halt schon schwieriger werden. Die Eisattacken und so. Und der kann mich halt auch auf Distanz halten. Ist dann immer so ein bisschen, ja, na, wir werden das schon hinkriegen, wir werden das schon hinkriegen. Laut meinen Stats bin ich wahrscheinlich der erfahrenere Spieler. Mal gucken.
Ich bin aber auch derjenige, der nebenbei noch am Labern ist. Das ist, sollte man nicht vergessen. Auch wenn der Anfang manchmal laggt, frage mich immer warum, ist es im Spiel immer ziemlich perfekt. Also noch nie großartige Probleme gehabt. Ne, erstmal direkt. Schon mal zeigen, was Phase ist. Falschen Knopf gedrückt. Leider Gottes. Das wird gepunished, ne? Ja, das wird auf jeden Fall gepunished. Und nach einem dummen Fehler. Oh. Kann sein, das blocken wir sogar eventuell ab. Er weiß, glaube ich, gerade überhaupt nicht, was er macht. Also ich hatte auch noch tatsächlich noch nie so eine laggige Verbindung. Wir können übrigens uns mit Toga verwandeln. Habe ich noch gar nicht gemacht. Also in denjenigen. Wenn wir seine Blut uns geschnappt haben, hätten wir halt die Möglichkeit, uns zu verwandeln. Aber ich finde das mit der Verwandlung halt gar nicht mal so gut. Boah, ist das laggy, Mann. Das ist nur scheiße. Also ich habe gestern 3 Stunden gespielt. Und wir hatten keine Runde, die so war. Keine einzige. Okay, mein erstes Ranked Match, Leute. Und es könnte gewinnen. Es sieht zumindest gar nicht so verkehrt aus an diesem Punkt. Ja, die Verbindung ist so schlecht. Was macht der Typ? Was macht der Typ? Hat er seinen 56K-Modem an die PlayStation 4 geschlossen oder? Wie ist das? Ist ein bisschen. Ist ein bisschen sehr störend. Ich will eine mögliche Niederlage natürlich nicht darauf schieben. Denn das wäre lame. Okay, wir müssen ein bisschen auf Konzentration spielen, hilft nichts. Bisschen darauf hoffen, dass er ein Trottel ist. Das wäre halt ganz optimal. Und eventuell da jetzt durchkommen und er. Nee, leider. Nee, Counterattack ist leider falsch, Bro. Und damit habe ich gewonnen. Er hätte halt die rote Attacke nehmen müssen. Er hätte halt irgendwann verstehen müssen, dass ich blocke und dann die rote Attacke nehmen müssen. Ne? Hat er aber nicht. Kann ich dir auch nicht helfen. Und dann kann ich halt so lame gewinnen. Ne? Es ist halt so. Gut, unser erstes Ranked Match. Wie viele Rank-Punkte kriege ich denn dafür? Weil ich kriege ja diese Coins immer. Das ist okay. Ich weiß noch nicht, wofür die sind, aber Ich habe auch noch gar nicht den normalen Modus gespielt. Tatsächlich habe ich auch gar nicht vor, den Story-Modus oder so zu spielen. Das ist halt bei mir so ein generelles Ding. Bei diesen ganzen Online, also bei diesen ganzen Fighting-Games, ich bin in der Regel jemand, der immer nur online spielen möchte. Das ist auch zum Beispiel bei Smash Bros. Ultimate so, alle Welt sagt so, oh, ich werde so gerne in Story-Modus. Und ich denke mir nur, brauche ich nicht, will online spielen. Was anderes habe ich da eigentlich sowieso nicht vor. Nächsten Gegner, hallo. Spiel. Ist auch gestern sehr oft hängen geblieben. Tatsächlich das Game. Ich denke, das Spiel ist schuld, aber meine PlayStation könnte auch schuld sein. Die macht ab und zu mal Probleme. Ach komm schon.
Noch nicht schwach. Leute, ihr werdet es live sehen. Vor allen Dingen, weil... Es macht ja auch Sinn, dass solche Probleme müssen angesprochen werden. Und das hier ist ein echtes Problem. Das Schöne ist, das Spiel startet relativ fix. Das ist ganz nett. Aber nichtsdestotrotz, wie oft ich das jetzt schon neu starten musste, insgesamt in meinem Leben, ist nicht mehr feierlich. Wenn man bedenkt, wie lange ich das Spiel gespielt habe. In 4 Stunden oder so habe ich das Spiel jetzt mittlerweile 8-mal starten müssen oder so. Dabei wollte ich eigentlich am Stück spielen. Das ist ja ein Skandal. Ja. Ja, Mann. Schön, dass man jemanden erkennt, dass das ein Skandal ist. Ich bin wenig begeistert. Und man könnte jetzt sagen, ja gut, weil das ist ja auch völlig neu, ne? Kann mal passieren. Das Spiel ist seit über einem Monat in Japan raus? Oder liegt es halt wegen... Also, jemand anderes im Stream meinte, dann ihm ist es auch schon passiert. Also liegt es vielleicht nicht nur an meiner Playstation. Ich würde es ansonsten drauf schieben, aber... angeblich nicht. Aber ihr seht ja, ne? Man ist relativ fix wieder da und dann... ist das ganz schön. So, der geneigte Zuschauer fragt sich vielleicht auch, warum spielst du das jetzt ab und zu mal öfter im Stream spielen? Eventuell. Dann könnte man auch gegen euch spielen. Ihr müsst halt die PS4-Version haben. So, gegen den habe ich noch nie gespielt. Also ich weiß überhaupt nicht, wie der Charakter, was der gleich kann. Das könnte ein Problem sein. Dadurch könnte ich verlieren. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß halt, ich kenne den aus dem Anime, klar. Aber ich weiß halt nicht, was er jetzt im Spiel gleich drauf hat. Okay, ich hab... Oh, das hasse ich, ne? Das hasse ich ja wie die Pest, wenn man in der Wand stecken bleibt. Alter, geht er ab. What the fuck? Okay, der macht 2 Schläge. Das ist halt auch so eine Sache, wenn du das nicht weißt, weil du angreifen kannst, dann ist das echt ein Problem. Und der ist wahnsinnig schnell. Holy. Okay. Keine Ahnung, ob ich da überhaupt zum Schlag kommen werde insgesamt. 3 Schläge sind's. Fuck. Ja, es ist halt... bisschen problematisch. Oh Gott, ich glaube, das wird nichts. Ja, fuck. Wieso kann der danach so schnell wieder angreifen? Das ist ja... übertrieben! Das ist ja mega übertrieben! Jetzt sind wieder nur 2 Schläge! Fuck, und ich bin voll drin. Ich bin voll drin. Oder auch nicht. Glück gehabt! Nein, ich hab doch... Kimiko, wir können doch gewinnen. Nein, können wir nicht. Schade. Immerhin war die zweite Runde, nachdem ich wusste, wie er ungefähr sich bewegt, etwas besser. Hätte ich jetzt noch eine Runde Zeit gehabt, würde ich wahrscheinlich sogar gegen ihn gewinnen. Nehme ich an, war aber insgesamt, es ist okay. Wenn man den Charakter zum ersten Mal sieht, völlig okay. Ziehen die mir dafür Rangpunkte ab? Wahrscheinlich, ne? Werden vorhin 10. Ich hasse es, dass man das hier so lange sieht und dass man es einfach nicht wegdrücken kann. Das ist echt unnötig lang. Ich habe wieder 0. Boah. Ich glaube, er hat noch kein Match verloren, würde ich mal so schätzen. Von seinen Magikpunkten und das. Der hat bestimmt im Trainingsmodus so richtig, ne? Ah, wie mache ich die Kombos am besten? Generell ist auch so ein Ding.
Man kann einmal die normale Steuerung oder die manuelle Steuerung nehmen. Ich habe die manuelle Steuerung. Ich muss tatsächlich alles wirklich selber machen. Nochmal der gleiche. Okay, vielleicht habe ich jetzt die Chance. Ist in Ordnung tatsächlich. Ich muss alles selber machen. Man kann auch die Automatiksteuerung sozusagen nehmen. Da kommen, machen die automatisch ihre Kombos. Mir wurde auch von vielen gesagt, nee, ist besser. Aber, weiß nicht, ich möchte die Kontrolle haben. Kann man das nachvollziehen? Ich möchte doch lieber mit normaler Steuerung richtig gut sein. Okay, jetzt Konzentration. Der wird direkt losstürmen. Genau. So sieht's nämlich aus, mein Freund. So sieht es nämlich aus. Ich weiß doch jetzt, was du machst, Bruder. Das war natürlich dumm von mir. Der lässt mich aus der Kombo nicht raus. Ist halt krass. Und wir haben so eine Scheißmap, wo man rausfallen kann. Oh nee. Das hasse ich. Das hasse ich richtig. Er kann halt so schnell danach wieder angreifen. Das ist der absolute Wahnsinn. Allerdings, wie ich schon sagte, würde es eine dritte Runde geben. Könnte es sein, dass ich gewinne. Nur da er sofort losstürmen wird, gönne ich ihm erstmal den. Oh nö. Ihn habe ich ja gar nicht gesehen. Ich glaube, er weicht aus, oder? Nee. Schöne Treffer sind das. Schöne Treffer. Ich bin ein bisschen angetan. Und auch der sitzt. Ja, jetzt habe ich's doch. Kollege, hast dir so gedacht, ne? Da ist dir. Oh! Den besiege ich jetzt nochmal. Leichtes Spiel. Fuck! Nein! Nein! Oh, ich hasse diese Maps mit Ring Out. Wieso bin ich da denn jetzt runtergefallen? Oh, das wäre doch. Man wusste ich ja, dass er sofort wieder nachschlägt. Und jetzt stecke ich natürlich wieder drin. Na, immerhin eine Runde gewonnen. Die andere hätte ich auch gewonnen, wenn dieser scheiß Ringout nicht gewesen wäre. Ich fühle mich halt super betrogen. Ich fühle mich super betrogen. Das ist der Wahnsinn. Jetzt habe ich verloren. Oh Mann. Ha. Liebe Freunde, mit diesen beiden Niederlagen verabschiede ich mich aber. Wir sehen durchaus Steigerung im nächsten Part dann mit einem anderen Charakter. Wenn euch das Projekt gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr es mit einem Kommentar und einem Daumen unterstützt. Das wäre wunderbar. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.